vergessen, dass sie gefrühstückt hat. So ist meine Tochter. Musik aus? Nein! Tür zu? Nein! Ach, Tee rein? Doch, ja! Das Glas von gestern? Das Glas von heute? Wow, wow, wow! Ich bin so müde! Wie auch immer, erstmal frühstücken, dann ab in den Laden. Wird ein trüber Tag heute. Regnet. Guten Morgen, liebe Leute. Willkommen im Laden. Ich fühle mich wie zerstört. Warum auch immer. Keine Ahnung. Die Nacht war nicht so toll. Lumen. Naja, bei mir ist er ja eh recht kurz immer. Aber der Lumen geht's nicht so gut. Oh, die hat die ganze Nacht so eine allergische Reaktion auf irgendwas, was jetzt gerade blüht. So, heute brauche ich also noch mehr Kaffee als sonst. Was haben wir jetzt hier als ersten Auftrag? Beziehungsweise gestern Abend den letzten. Da haben wir hier ein Schaltwerk, einen Umwerfer, welcher durchgeschliffen ist von der Kette. Zeige euch. Hier ist der Zug dazu. Den müssen wir dann auch tauschen. Der funktioniert aber wunderbar. Aber dieser Umwerfer ist natürlich durchgeschliffen. Da. Guck mal, da ist nichts mehr da. Alles weg. Das ist von der Kette. Ne? Wenn die Kette dann hier dran schleift an dem Ding, dann ratsch, 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 schleift es durch. Irgendwann fällt das Ding ab. Und das war's. Das muss ich ersetzen. Das gilt zu ersetzen, ja. Fertig. Jetzt schaue ich mal, ob ich sowas noch finde in meiner Kiste. Hier mal das alte Teil. Was ich hier abgebaut habe jetzt. Und hier ist ein Ersatzteil. So sah das mal aus. Und das baue ich jetzt ein. Und das kommt der Müll. Das habe ich schon ein bisschen poliert hier von außen. Und von hinten, jetzt nehme ich es leider auseinander und mache es von innen noch mal ein bisschen sauber. Dann baue ich es ein. Und schon haben wir die erste Reparatur mit Bravour erledigt. Ja, ist jetzt neue Teile dran. Und es funktioniert. Und bei der Simplex-Schaltung muss man ja nicht mal komplett alles tauschen. Das ist das Schöne. Solange das alles funktioniert, diese Schubstange hier funktioniert, die hier drin ist, dann muss man die nicht mehr tauschen. Das ist eben ganz gut. Kann man einfach so, ja, hier funktioniert wunderbar. Jetzt zwischendurch mal schnell ein platter Reifen. Hört Wort, Schlauchwechsel beendet. Jetzt, liebe Leute, zeige ich euch, wie man Tretlager ausbaut. So, wieder so ein FAG-Lager. Es wird mich wohl wieder an die Grenzen bringen. Das hatten wir ja letztens, das war das desaströse Lager, wo sie einfach die Lagerschale hier abgerissen ist, beim Versuch, das aufzudrehen. Ich hoffe, hier funktioniert es. Weil das muss raus. Das muss raus. Weil in dem Lager steckt hier noch der Rest von der Schraube drin. Erstmal schraube ich hier das Pedal ab. Funktioniert erstaunlich gut. Zu gut. Eine Scheiße. Wenn ich das jetzt nicht rausgekriegt hätte, dann wäre der Auftrag erledigt gewesen. Ja,
ganze Arbeit umsonst quasi. So, jetzt messe ich die Länge aus, hole das gleiche Lager und baue das dann da wieder ein. Gut vollfettet die Lager hier immer. Der Chip fällt dauernd aus. Ich krieg die Krise. Ich brauche eine neue Karte. Auch noch. Neue Karte. Alles braucht man neu. Es ist furchtbar. So, egal. Sie geht jetzt schon mal zum Doktor. Ich halte es auch immer. Wir haben 10 Minuten Termin. Ja, war spät. Für mich ist ja immer nicht viel Zeit hier. Ruprechtstraße runter. Die Karte spinnt wieder, ich krieg die Krise. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Leckeres Stück Kuchen möchte ich mal versuchen. Mmh, war lecker. So. Er zeigt Aufträge ohne Ende, alle People, Pappel, Puppel Aufträge, aber die machen wir jetzt mal schnell abarbeiten. Hinterradblatt. Nummer 1, ich baue aus. Fertig. Next. So, als nächstes. Bremse einstellen. Hier. Sieht ja mal voll daneben. Da. War ein Profi am Werk. Das ist Nummer 2. Fertig. Auch das. Next. Und noch eins. Und danach haben wir einen Aufbau komplett. Hier, Vorderradbrett. Von der Hüten, Frau Nachbarin. Na, lieben Frau Nachbarin. Funktioniert auch nicht mehr so. Hat schon abgelaufen. Mache ich hier mal eine Dynamo-Kappe ruf. Läuft es vielleicht besser. Gut, ich baue mal das Vorderrad aus. Wechsel erstmal den Schlauch und dann sehen wir weiter. So, jetzt mache ich Dynamo-Kappe noch an. Ist noch Scheißwetter. Ist schlecht. Bestellung. Schauen wir mal. Jetzt haben die das auch noch zugeklebt. Ja, pass auf, Vorsicht, Vorsicht. Bringst dich durcheinander. Was ist das denn? Für dich. Es sieht so lecker aus. Tada! Flop, es sieht aus, als wären es zwei. Das riecht sogar wie Erdbeeren. Sind es Erdbeeren? Ja. Thorsten war noch nicht hier, nee. Wie ist denn draußen? Ist kalt? Nö. Muss ja, kann man sich ja so. Kann man sich ja raussetzen. Muss der Wind nicht so krass ist, alles ist ja gut. Das hört immer an. Das hört immer aus, weißt du? Auf Papier, wenn du alle Papier da lagern, Wundare. Wie ist das nicht wieder mal an? Das hört an. Nee, kann ja noch kommen, wenn morgen ist er. Kann er erst ab Freitag vielleicht am Wochenende lassen. Technik, jeden Baustein nehmen wir. Stücken Euro. Hat er da 300 Bausteine drin? Die nehmen wir, stapeln die da übereinander und dann geht das los. 5.500 Zuschlag Pidal. Ich wusste es.
Scheiße, direkt pissen Arsch. Ja, und das Fahrrad habe ich ja auch nicht gekriegt. Das tritt mich auch so auf. Das hat mich so aufgeregt. Ich komme da rein. Das erste ist, der Inner da sagt, guck mal hier, schönes Fahrrad. Ich sage, ja, genau, sieht toll aus, sieht gut aus. Ist auch richtig gut. Ja. Und dann kommt dieser verfickte, komische, verstrahlte da, der Inner, der da mal rumläuft, so ein größerer, mit so einer Brille, dicke Gläser. Ja. Und sagt zu mir, ja, ja, das ist doch nichts. Das kriegst du ja schon für bei eBay billig. Und ich sage, ja, wisst ihr, ihr geht mal alle auf den Sack. Alle standen um den Rad rum und haben das schlecht geredet. Da habe ich gesagt, ey, kannst doch nicht, das Ding ist ein neues Rad, das kostet 5.500 neue, das Rad. Habe ich nicht recherchiert, sieht man einfach, ist so, kostet so viel. Ja. Und da hat dann der andere von Bayer recherchiert, war 5.000 Euro neu. Habe ich gar nicht gesehen, was war das für ein Ding? Zeitfahrmaschine. Mit so einem Hilfsmotor oder was? Nee, Carbon-Zeitfahrmaschine für Ironman, Triathlon, so ein Ding. Ja. Und ihr alle redet das schlecht, das ist doch totaler Schwachsinn. Ja, fertig, das ist alles so. Das ist doch so nie reden, war so nach dem Motto. Doch, kann man, wenn es gut ist, kann man das auch sagen. Ja, immer, oder eben die Fresse halten, ja. Aber nicht einmal alles schlecht reden. Das geht mir auf den Sack. Oder? Das waren die meisten leider. Ja, ist furchtbar. Ja. Ja. Damit hatte ich heute auch zu kämpfen. Mich regt sowas auf. Muss man realistisch bleiben. Ja, was hast du denn? Irgendwie quietscht sein heute mein Pedal. Aber wollen wir morgen frühstücken? Hast du Lust? Ja, sehr gerne. Ja, irgendwas zusammen, irgendwas? Ist mal das Malis da? Heute war sie da. Oder morgen. Am Acker zum Morgen. Muss er arbeiten. Morgen muss er arbeiten. Ich baue mal ein Hinterrad ein. Funkzerjuck, schnick, schnack, schnuck, Bescheid. Schnick, schnack, schnuck, Funkzerjuck. Da hat es ihm die Winde rausgerissen hier. Da ist nichts mehr zu löten. Das bauen wir ab. Dort. Genau, jetzt lege ich euch erstmal ab. Dann lege ich auf den Pott. Dazu schalte ich mal kurz aus. Und dann ist gut. Ja, da bin ich schon wieder. Und weiter geht's. Jetzt baue ich hier das Hinterrad aus. Total platt, total kaputt. Keine Kamera läuft mehr gerade. Vielleicht lasse ich die morgen mal laufen. 8 Stunden oder was weiß ich, wie lange. Könnt ihr ja gerne mal schreiben, ich lade es ja nachher hoch. Was ich jetzt noch mache, man schreibt mal, ob ich die morgen auf dieser Position einfach mal laufen lassen soll. 8 Stunden lang durch, damit er mal sieht, wie der Stream aussehen würde. Das Ganze muss ich natürlich rendern, muss ich runterrendern, also ansonsten ist es ein Unding, das hochzuladen. Ein Teil muss ich doch anbauen, pro Tag ein Teil an dem Rad, an Carstens Rad, was nicht für Carsten ist, muss ich doch pro Tag ein Teil ranbauen. Da habe ich nämlich ein komplett anderes. Das ist ein schönes Vorderrad, jetzt mit Namendynamo, jetzt ist mit dem Marathon Tour Plus. Kann ich für meine Mieträder nehmen.
Lumotec IQ XST Sensor Plus von Busch und Müller. Das ist das erste Mal, dass ich die Lampe geordert habe. Die ist seit diesem Jahr erst auf dem Markt. Und jetzt werden wir sie mal testen und anbauen. Bin ich ja mal gespannt. Macht ja erstmal einen sehr soliden Eindruck. Also sie sieht sehr schön aus. Gut verarbeitet. Aluminiumgehäuse, wie es sich anfühlt. Tut mich ein bisschen schwer gerade, merke ich. Jo, perfekt würde ich mal sagen. Ich mache jetzt Feierabend auf alle Fälle. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft schön und wir sehen uns morgen. Heute schneide ich. Das habe ich wieder selbst geschnitten, weil es ist in 4K teilweise, bis auf die Aufnahme jetzt. Schön. Ist auch wieder geladen. Ach, herrlich. Jetzt muss ich noch ein bisschen einräumen. Dann mache ich Feierabend. Da muss ich schneiden, essen, schneiden, essen, essen, schneiden, essen, schneiden, essen ihn erstmal, dann schneiden. Ja, wie gesagt, im 4K kann der gute Jan nicht schneiden, weil der Computer achtet nicht. Also da kommt die Grafikkarte in diesem Computer an ihre Grenzen und das ist verständlich. Ist ja nur ein Laptop. Gut, bis morgen. Ciao.